Wir haben ja eine kleine Reitfläche, sodass wir es uns trotzdem nicht nehmen lassen wollen, ein bisschen mit Cavaletti zu arbeiten. Ich habe auch eine Freundin mitgebracht, die Corinna, die hilft mir gleich beim Aufbau, weil es mir wichtig ist, dass wir Ihnen so ein bisschen zeigen wollen, wie man mit Pferden anfängt und wie man auch den Umbau alleine zügig vorankriegt. Ali freut sich auch schon, das sehen wir. Und ich habe extra Sebastian darum gebeten, Ali noch nicht groß abzureiten, denn die Lösungsphase, die sieht für alle Pferde gleich aus. Er möchte jetzt schon gerne piaffieren, aber ich würde dich jetzt gerne bitten, Sebastian, erstmal im Schritt nur über einen Cavaletti ihn schreiten zu lassen. Wir reiten ja immer am Anfang mindestens 10 Minuten oder eine Viertelstunde Schritt, am längstmöglichen Zügel, sage ich immer. Auch gerne an der Schnalle, aber wenn wir sehen, dass Ali hier noch so ein bisschen aufgeregt ist, dann am längstmöglichen Zügel, dass er schön die Nase vorlassen kann, schön den Hals fallen lassen kann. Bei den Cavaletti ist extra eine weiße Mitte, die ist so ein bisschen weiter markiert. Sebastian, du achtest jetzt drauf, bitte, dass du über die Mitte reitest, früh genug hinschaust. Du bist jetzt verantwortlich für den Weg. Und mit den jungen Pferden oder mit den unerfahrenen Pferden fängt man immer mit einem Cavaletti an und macht dann sukzessive eins nach dem anderen dazu. Lass ihn ruhig mal gucken, dann sieht er schön, was auf dem Boden ist. Die weiße Mitte, das war wieder rot. Immer schön die Mitte anreiten. Jetzt sehen wir das nächste dazu. Das ist bei Springreitern was anderes. Bei Dressurreitern, die gucken zum Punkt. Sollen wir einmal eins dazu nehmen? Aber müssen ja auch immer vorausschauend von Punkt zu Punkt reiten, um die exakte Linie auf der Mittellinie, auf der Diagonalen und bei den Lektionen zu treffen. Jetzt schon hingucken. Und jetzt ihn genau schön zwischen Kreuz und Schenkel auf der Linie halten, dass er gerade schreitet, schön hinschauen. Aha, macht nichts, das ist sein Job. Was dann über den Cavaletti passiert, das ist die Aufgabe, die sollen die Pferde selber lösen. Der Reiter, Weg und Tempo. Und dann hat es ja auch gerade so ein bisschen geklappert. Das fand ich auch gut, so das haben wir alle gehört. So dass sie wahrgenommen haben, dass es eine Holzstange ist. Und das ist auch wichtig. Die Pferde lernen aus Erfahrung. Lass die Zügel noch ein bisschen länger. So, aha. Jetzt machen wir es ein bisschen enger. Wir versuchen im Schritt, es immer individuell der Schrittlänge des Pferdes anzupassen. Das ist im Schnitt 90. Es gibt aber Pferde, die haben auch einen Meterschritt und welche, die haben nur 80 cm. Das hängt auch immer individuell vom Pferd ab. Im Schritt versucht man, jetzt wird es auch ein bisschen gelassener, weil auch noch ein bisschen aufgeregt. Es hilft dann eben auch, dass die Pferde sich auf eine Sache konzentrieren, um dann gelassen und sicher zu schreiten. Aha, der ist pfiffig. Haben Sie gesehen? Er hat selber hingeguckt, einen kleinen Zwischentritt gemacht, weil er das Cavaletti nicht mehr berühren wollte. Ich würde sagen, Sebastian, wenn einer so vorsichtig ist wie der, nein, du hast einen Dressursattel, dann müsste man ja auch noch mal gucken, ob er nicht vielleicht doch mal so einen kleinen Gehorsamsprung hinkriegen zum Schluss. Nein, ich will dich nicht verschrecken. Ich habe extra Sebastian gesagt, wir machen nur die Lösungsphase, die für alle Pferde gleich aussieht. Schön zur Mitte reiten. Jetzt die Hand vor, ruhig die Zügel mehr vor. Ja, guck mal. Ist nicht schlimm. Nur du musst wirklich aufpassen mit deinem rechten Schenkel und rechten Zügel, dass du hier die Bande bist und die Begrenzung. Und er wirklich fleißig auf der geraden Linie, Sie sehen das auch ganz gut von vorne jetzt, ich habe deshalb unterschiedliche Farben gewählt, weil man gerade auf der Zirkellinie immer denkt, man ist auf dem Zirkel und der Kreis ist rund, stellt dann auf einmal fest, ich bin innen rot angefangen und leider außen rot geendet. Nee, macht gar nichts. So, guck mal. Wir nehmen ruhig schon das nächste. Und es wichtig ist, dass der Reiter gerade auf der gebogenen Linie eben sicher auf der Zirkellinie bleibt. Wir fangen immer auf der geraden Linie an. Das ist schon mal eine Regel und dann machen wir später das auf der gebogenen Linie, weil man dann noch viel mehr die Rippenpartien ansprechen kann und Stellung und Biegung verbessern kann. Ruhig schön die Hand vor, lass ihn gucken, 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 man ist ganz aufmerksam. Gut so. Oh, guck mal, ist eigentlich schon Applaus wert. Super. Und jedes Pferd muss sich an Applaus, an Zuschauer, an alles gewöhnen und gerade die Pferde, die von hier kommen, es ist ja meistens so in der eigenen Halle, wird es immer schwieriger, wenn die Pferde irgendwo fremd hinkommen, ist alles neu. Wenn sich in der eigenen Halle was ändert, ist es ja manchmal für die Pferde besonders spannend. Jetzt guckt Sebastian schon hin, hervorragend, früh genug. Jetzt schön zur Mitte, jetzt ruhig, mache ihn ruhig schon gerade, dass er die gerade Linie hat. So, super, prima.
die gerade Linie. Guck mal, hier ist der, ne? Der Fußabdruck. Gut. Einmal müssen wir es jetzt noch machen. Und jetzt machst du den Bogen etwas größer, dass er vorher schön gerade schreitet. Und jetzt ihn unterstützen und helfen. Du nimmst dir jetzt mal vor, du möchtest fast links enden, weil er immer so ein bisschen hier die Bande sucht, der die nicht hat. Wendest du jetzt so ein bisschen nach innen. So, genau. Ja, okay, jetzt macht nichts. Einmal Handwechsel. Jetzt machen wir es einmal von der anderen Hand. Und jetzt die Zügel so ein bisschen länger wieder lassen und schön mit dem Schenkel begleiten. Genau, jetzt abwenden und versuchen wirklich ganz gelassen ihn schreiten lassen. So, die Hand schön vor. Super. Aha. Er hat keinen berührt. Haben Sie es gehört? Lautlos, spitze. Ich mache es häufig so, dass ich die, jetzt trab bitte schon mal an, Sebastian, antraben, leicht traben, schön in Dehnungshaltung. Unser Ziel ist, dass das Pferd am Ende der Lösungsphase die Zügel aus der Hand kauen lässt und wir auch gleich nochmal über die Cavaletti traben. Mein Vater hat immer gesagt, jedes Pferd, ob Grand Prix-Sieger oder ob es die Ferrere Monte ist, muss am Anfang in der Lösungsphase ganz locker, nicht kadenziert, nicht wer weiß wie gespannt, nicht mit, ich weiß nicht was für Tritten, die Reitstunde beginnen, sondern soll erstmal die Chance haben, im Takt locker, gleichmäßig, ruhig etwas ruhiger. Das Tempo muss frisch gewählt sein, aber die Pferde sollen nicht eilen, nicht laufen. Und wir brauchen jetzt keine Angst haben, dass der jetzt seinen Gang verliert. Das kommt alles in der Arbeitsphase wieder, aber er soll erstmal ganz natürlich, ganz locker, so genau, den Hals fallen lassen. Die Hände schön zusammen. Gerade bei den jungen Pferden ist es immer wichtig, dass man sich vornimmt, dass der Zügel wirklich am Hals anliegt, damit man es führt und dem Pferd Sicherheit gibt. Anlehnung heißt auch wirklich, zwischen Reiterhand und Pferdemaul ist eine ganz beständige und ganz gleichmäßige Anlehnung. Auch wenn es jetzt hier so ein bisschen kleiner ist, Sebastian, versuch doch mal einmal, geh mal hier auf den Zirkel und dann wechselst du auf den Mittelzirkel, dass du so ein bisschen den Platz ausnutzt. Dann hat man auch dieses viele Wenden und die gebogene Linie, immer wieder die Möglichkeit, das Pferd von einer Seite auf die andere Hand umzustellen. Bleib mal da auf dem Zirkel, geh ruhig mal da unten auf den Zirkel. Genau, so. Ich glaube, der ist draußen schon ein bisschen länger gelöst. Der lässt nämlich den Hals schon ganz schön schnell fallen. Was mir gut gefällt, ist das ruhige Maul. Er schäumt, der Schweif ist ruhig. Alles Anzeichen dafür, dass er sich entspannt. Wir sind jetzt mal ganz leise, dann hören wir nämlich auch das Atmen. Auch das hat man am Anfang häufig, dass sich die Pferde noch so ein bisschen festhalten und so ein bisschen die Luft anhalten und ich eigentlich so darauf warte, bis ich so dieses ganz gleichmäßige, lockere Atmen, was man jetzt hier eigentlich wirklich ganz gut bei ihm hört. Dann achte ich immer darauf, dass wir eben häufige Handwechsel machen, aber auch Gangartenwechsel. Geh mal auf den Zirkel und galoppier mal an. Mit den jungen Pferden immer gerne zur geschlossenen Seite und dann gerne in leichten Sitz gehen. Er schüttelt sich nämlich schon und möchte vielleicht mal so ein bisschen buckeln und ein bisschen fröhlich sein. Auch das dürfen und sollen die jungen Pferde ja am Anfang. Ist nicht schlimm, genau. Und es ist immer gut, wenn man erstmal raus aus dem Sattel dem Pferd eine Möglichkeit gibt, schön locker im Gleichgewicht, im Rhythmus zu galoppieren und immer wieder auch die Nase schön vorlassen. Man sieht, dass das Pferd sehr leicht ist im Genick. Da kann es schnell passieren, dass es hinter die Senkrechte kommt. Und man muss immer das Gefühl haben, dass man mit dem treibenden Schenkel versucht, die Nase so ein bisschen rauszutreiben. Ich sage extra versucht, weil es klingt ganz leicht. Ist aber manchmal gar nicht so einfach, weil die Pferde, die sehr leicht sind, sehr fein in der Hand, man sieht auch schon, dem steht nichts im Wege von der Ganasche. Ruhig einmal wieder durchparieren zum Trab, Sebastian. Hände schön zusammen, bitte. So weich parieren, wieder leicht traben, einmal Handwechsel. Dass man auch viele Wechsel macht zwischen Trab und Galopp, nicht zu lange am Stück galoppiert. Gerade bei den jungen Pferden, die noch nicht so viel Kraft und Kondition haben, geht es mehr darum, dass man ein paar Übergänge reitet für die Durchlässigkeit. Wenn einer jetzt sehr kernig ist, den galoppiere ich vielleicht ein paar Runden länger ab, aber normalerweise, genau, gehe ich so. Man kann als Dressurreiter doch hervorragend sich in den Bügel stellen und ist auch raus aus dem Sattel. Sehr gut, Hände schön zusammen, dass der Zügel wieder am Hals anliegt. So, guck mal. Fein. Und dann wieder durchparieren zum Trab.
und nochmal schön rauskauen lassen. So, gut, dass du klopfst. Sehr gut. Immer wenn das Pferd es richtig macht, müssen wir ihm ja irgendwie zeigen, du bist auf dem richtigen Weg. Weiter so, das ist genau das, was ich gerne möchte. Hände schön zusammen. Genau. Und ganz gleichmäßig, dass wir Millimeter für Millimeter versuchen, die Nase noch ein bisschen mehr vorzukriegen. Schön ruhig, genau. Und jetzt versuch mal ganz rauskauen zu lassen, fast bis zur Schnalle. So. Und da ist es wichtig, dass das Pferd jetzt nicht eilt und wegläuft, sondern schön in der Balance ein Gleichgewicht hält. Prima. Jetzt fasst man die Schnalle an. Mal gucken, ob er es jetzt auch alleine macht. Ach, guck mal. Und er nimmt die Nase vor. Sehr schön. Ruhig nochmal eine lange Seite. Auch wenn es hier ein bisschen eng ist. Super. So schön ruhig und gleichmäßig und zufrieden. Jetzt lässt er den Hals fallen, nimmt die Nase vor. Und durchbrennt zum Schritt. Und ruhig mal eine Runde an der Schnalle angefasst, mit hingegebenem Zügel ihn gucken lassen. Ach, guck mal. Schön. Noch keinen Applaus bitte, weil ich glaube, wenn wir jetzt schon ihm zeigen, dann ist ein bisschen Spannung wieder da. Und jetzt einfach ganz in Ruhe schreiten lassen. Gar nicht treiben, sondern er darf jetzt auch gucken, dass man diese Schrittpause zwischen Lösungsphase und Arbeitsphase auch wirklich dem Pferd schenkt und sagt, entweder habe ich die Zügel am längstmöglichen Zügel aufgenommen oder ich fasse wirklich die Schnalle an und sage, du darfst gucken, du kannst gucken, wer gerade rein und raus kommt, du kannst alles wahrnehmen. Und dann geht es nur darum, dass der Reiter aufpasst, dass der Schritt fleißig ist. Die dürfen nicht bummeln, sondern sie müssen fleißig schreiten. Und ich nehme bewusst auch mal den Schenkel weg, um zu prüfen, geht er ganz alleine Schritt? Oder muss ich da jetzt schon wirklich ihn unterstützen und helfen? Er soll, genau, Schenkel einmal weg, ganz alleine Schritt gehen und sich einfach wohlfühlen. Ich habe ja gedacht, dass die Lösungsphase viel länger dauert. Jetzt kommen wir doch noch zur Arbeitsphase. Aber ich würde jetzt ganz gerne einmal die Cavaletti umstellen auf Trab, dass wir vielleicht nochmal im Trab auf der geraden Linie, der Zirkel wird hier echt ein bisschen klein, deshalb zeigen wir es auf der geraden Linie, bauen mal um. Ich mache das meistens so, dass ich dann erstmal die beiden mittleren ein bisschen verrucke. Genau, nehmen wir das nochmal nach hier. Und im Schnitt sagt man, dass es 1,40 bis 1,60 ist. Bei Ponys ein bisschen weniger. Bei mir, mit meiner Schuhgröße, Schuhgröße 41, sind das 5,5 Fuß. Und ich könnte mir gut vorstellen, er hat ja einen schönen schwungvollen Trab, dass das bei ihm auch so passt. Rücken wir nochmal einmal weiter. 3, warte, ich nehme hier mit. 4, 5, 1,5. Und wir machen es jetzt mal so, dass wir das nochmal rausnehmen, Corinna. Und lass uns erstmal bei 3. Du hast ja schon geübt, Sebastian, stimmt's? Sehr gut. Ich habe ja das, also ich hatte auch schon mal den Fall, dass keiner geübt hat. Das endet dann aber leider so, dass beide Pferde keinen einzigen Schritt über ein Cavaletti gehen wollten. Deshalb gehe ich jetzt immer so ein bisschen auf Nummer sicher, weil es mir wichtig ist, dass sie einfach viele Wege mitnehmen, was man so alles machen kann. Guck mal, Sebastian, von vorne die Leute, ne? Die sehen jetzt ganz haargenau, ob du wirklich ganz klar dein Pferd sicher an den Hilfen hast. Es geht ja darum, dass du auch ohne Bande, jetzt schon gucken, ihn da begrenzen kannst. Okay, lass ruhig nochmal rauskauen, im Leichttraben, Nase schön vor. Prima. Fast. Immer noch nicht ganz getroffen. Eine Chance hast du noch, wir machen nämlich jetzt das nächste. Du kannst auch noch einmal Handwechsel machen. Ich glaube, wir stellen es vielleicht sogar ein bisschen weiter, der hat viel Schwung. Na, wir machen es ruhig noch ein bisschen und ziehen den auch noch ein bisschen mit. Das Gute ist, wenn Sie es dann später auf der Zirkellinie haben, dann brauchen Sie eigentlich keinen zum Umbauen. So habe ich die auch eigentlich bei mir immer auf dem Platz stehen, dass ich einmal Schritt-Cavaletti habe und dann die Trab-Cavaletti auf dem Zirkel. Dann kann ich mit jeder Trab-Trittlänge variieren, nach innen, nach außen gehen und brauche den Morgen keinen zum Umbauen. Lass schön die Nase vor, linker Zügel, linker Zügel. Aha. Und jetzt hat er es kennengelernt, das ist gut so. Jetzt pariere nochmal durch zum Schritt. Und jetzt fangen wir mal an mit der Arbeitsphase und versuchen ihn schön in Selbsthaltung, Schritt, einen ruhigen Schritt. Mach nochmal Folgendes, Sebastian, lass einmal kurz die Zügel nochmal lang, weil das wollen wir eigentlich gut demonstrieren. Kurz die Schnalle anfassen. Das ist jetzt ja die Pause zwischen Lösungsphase und Arbeitsphase, die gehört dem Pferd. Wenn wir dann die Zügel wieder aufnehmen, muss das Pferd erstmal genauso schön gelassen schreiten und dann ganz deutlich gleich den Unterschied auch zeigen, Lösungsphase in Dehnungshaltung, Arbeitsphase immer in relativer Selbsthaltung.
der Reiter muss immer das Ziel haben, Genick ist der höchste Punkt, die Nase ist ein bisschen an oder vor der Senkrechten, dass das Pferd dann lernt, durch Übergänge erstmal ins Gleichgewicht zu kommen. Okay, jetzt nimmst du die Zügel auf und hältst trotzdem erstmal den Schritt schön fleißig und dann nimmst du noch ein bisschen kürzer und dann mit dem kurzen Zügel zeigt man schon halbe Parade. Einmal dich hinsetzen, mit der flachen Wade ein bisschen treiben und antraben. Und jetzt gehe ich immer ganz gerne auf den Zirkel. Gehe ruhig mal ganze Bahn, weil der Zirkel hier so ein bisschen klein ist. Jetzt machen wir die etwas enger für den versammelten Trab. Dann noch so ein bisschen genau. Und dann traben wir gleich mal so erstmal im normalen oder ein bisschen versammelten. Ja, oder mach ruhig die Seite gerne. So, jetzt machst du mal Folgendes, Sebastian. An der langen Seite machst du einen Übergang Trab-Schritt, einmal durchparieren zum Schritt und gleich wieder Trab. Und bei den älteren Pferden mache ich das gerne so, dass sie Schritt für Schritt zurückkommen und Schritt für Schritt wieder raus. Es reicht einer. Gut, okay, weiter. Jetzt abwenden, über die Cavaletti traben, Hände schön zusammen, schön auf Stiel achten, die flache Wade. So. So, was sagen Sie von vorne? So, Sebastian, komm. Auch wenn du vielleicht in deinem nächsten Leben kein Springreiter werden möchtest, hältst du ihn jetzt so schön sicher auf der Linie. Sitzt sehr schön gestreckt, die flache Wade liegt schön ruhig am Pferdeleib. Jetzt schon gucken, abwenden und so ein bisschen nach links reiten wollen, dass er nicht die Anlehnung von der Bande sucht. Und schön fleißig. Genau. Ja, einen kleinen Takt noch mehr nach links. Und an der gegenüberliegenden Seite parierst du einmal durch zum Schritt und gleich wieder Trab. Und wieder raus. Genau. Das muss sein wie eine Ziehharmonika. Das Pferd nimmt Schritt für Schritt Last auf und Schritt für Schritt wieder raus. Geh mal ganze Bahn, einmal ohne Cavaletti. Und jetzt versuchst du es hier an der langen Seite auch nochmal genauso schön hinzukriegen, dass da keine Stockung ist und wieder raus. Und jetzt nur einen Schritttritt. Ein oder zwei. Es muss schon ein Schritttritt sein, dass es nicht gemogelt ist. Aber dass du aus dem Sitz versuchst, an der nächsten langen Seite oder an der kurzen Seite, wann immer das passt, zu sagen, ich komme jetzt so ein mehr. Das war eine halbe Parade im Trab und wieder raus. Prima. Das war es genau, dass einmal das Pferd schön Last aufnimmt, sich zusammenschiebt, vorne groß wird. Und jetzt kann er jedes Mal fast für deinen ruhig die Cavaletti mitnehmen, das ist gut so. Guck mal, jetzt schön Hand vor, lass ihn traben. Fünf vor die Hand, macht nichts. Er hat sich so, jetzt riskiere ich es aber. Wir mögen uns ja gut leiden. Und manchmal braucht man ja auch eine optische Hilfe. Sebastian, ich bleibe jetzt hier stehen. Ne? Ich bin jetzt der Fangständer. Und du reitest so schöne halbe Paraden, da freue ich mich drüber. Und wenn du jetzt hier rüber trabst, dann hältst du ihn mit den Schenkeln ganz sicher auf der Linie. Schiebst die Hand schön vor. Genau. Und schön vor. Weiter, weiter, weiter und weiter. Schön fleißig traben. Nicht langsamer werden, sondern du willst ja schön, dass er aktiv von hinten über den lockeren Rücken in die Hand rein und dann größer wird vorne. So, dahin. Noch schöner. Und ruhig schön fleißig weiter. Prima. Abwenden, gucken. Und jetzt schön dynamisch, frisch und fleißig. Du willst ein bisschen nach links. Aha. Gucke mal. Applaus. Das war doch prima. Und der ist absolut applaussicher, das ist klasse. Einmal bitte die Hand wechseln. Aus der halben Parade kommt dann die ganze Parade. Und die soll genauso mit zwei, drei halben Paraden vorbereitet werden, bis das Pferd sicher, gerade und geschlossen steht. Reite bitte mal eine ganze Parade an der langen Seite, wann immer das passt. Gut, fühlt sich gut an, was meinst du? Bisschen schief? Aber vom Fleck weg, das war gut. Nächste lange Seite, oder gut, die nächste hinterher. Ja, fühl mal jetzt, du hast geklopft, obwohl er wo hinten raus stand. Wenn man das, jetzt ist gut. Gut. Lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Wenn ich sage, eine brauchst du nicht sofort, die andere hinterher. Ich finde immer gut, wenn der Reitschüler sehr gut zuhört. Aber gib ihm ruhig ein bisschen Zeit. Mach mal eine an der langen Seite und versuch so Schritt für Schritt zurückzukommen, dass er schön in Haltung vor dir bleibt. Und auch Zeit hat, hinten runterzutreten. So, aha, sehr gut. Stehen lassen, gerade, geschlossen, in Ruhe und Trab. Hand vor. Genau. Und da muss auch der treibende Schenkel sofort den Impuls geben, dass der erste Tritt ein Trabtritt ist. Das war super. Jetzt machst du einmal Folgendes. Geh einmal auf den Zirkel, bitte, Sebastian. Und dann auf die Mittellinie. Weil es auch immer darum geht,
Der Band ist natürlich einfach gerade, dass wir jetzt einer von Ihnen, wer auch immer es jetzt sein wird, den Sebastian anschaut. Ist jetzt der Richter bei C. Schritt für Schritt zurückkommen und weich. Ja, das Stehen ist okay, aber einmal diese kleine Unterbrechung. Ne? Versuch und komm. Da kannst du ruhig einmal anbuffen. Das machst du mal gleich nochmal. Machst nochmal einmal an der langen Seite. Und jetzt versuchst du beim Zurückkommen schön zu führen, Schritt für Schritt zurück, dass er so schön in der Anlehnung bleibt. Hoch, hoch, hoch. Gut. Und jetzt einmal so ein bisschen energischer antraben. Komm. Da muss man die auch mal aufwecken. Wenn ich von feinen Hilfen spreche, muss ich es ja irgendwie erreichen. Da muss ich da auch streng sein. Dass das Pferd weiß, ich meine das immer. Und lass es nicht mal durchgehen und mal nicht. Weich. Gut, sehr gut. Stehen lassen. Gut so. Und jetzt die Hand vor und treiben. Ja, mindestens. Genau. Das ist die mindeste Reaktion, die wir brauchen, dass wir auch wirklich sehen, dass das Pferd vor den treibenden Hilfen ist und er so schön von hinten rantritt. Mir gefallen jetzt die Hände viel besser, weil die schön ruhig sind und auch nicht zu breit. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Die einen führen gerne breit, die anderen führen gerne ein bisschen enger. Ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich merke, der Zügel liegt am Hals an und ich führe und gebe dem Pferd so ein bisschen Sicherheit und habe immer so eine Regel, dass ich sage, eine Faust kann man hinlegen und dazwischen. Dann kann ich immer auch weich aus dem Handgelenk annehmen, nachgeben. So ist prima. Jetzt machen wir nochmal einmal Galopp. Es geht ja um Grundlagenarbeit, um Übergänge. Jetzt machst du nochmal ein paar Trabgalopp-Übergänge. Ja, das war so ein bisschen reingetrudelt. Ne? Parieren nochmal durch zum Trab. Jetzt auch vor dem Angaloppieren über die halbe Parade das Pferd einmal ein bisschen setzen. Aha, das war ein Unterschied. Ne? Einmal ganze Bahn. Danach, dass man sofort jedes Angaloppieren auch nutzt, dass das Pferd fleißig bergauf sich groß anspringt und nicht erstmal so reingaloppiert und hinterher aber möchte, dass das Pferd gerne so schön galoppiert. Prima. Und was mir gut gefällt, ist, dass Sebastian immer in der Mittelpositur mitschwingt, am Sattel bleibt, schön gestreckt sitzt, schön mit der flachen Wade. Wenn er mal ein bisschen klemmt oder faul ist, dann lieber einmal kurz kommen und wieder weg. Das jetzt auch da, genau. Du ihm klar machst, das normale Galoppieren ist sein Job. Da brauchst du nicht treiben, sondern du übergibst ihm das total. Wieder durchparieren zum Trab. Gut so. Und wieder einmal nur traben lassen, einmal Handwechsel. Jetzt machen wir das Gleiche auf der rechten Hand. Jeden Übergang gut vorbereiten, durch die deutliche halbe Parade einmal hinsetzen, ein bisschen rantreiben und groß werden. Und dann muss das so lässig aussehen wie gerade. Wir dürfen im Prinzip gar nicht sehen, was für Hilfen du gibst. Die müssen für uns unsichtbar sein. Schön, dass du einmal überstreichst und vorfühlst. Prima. Um immer wieder zu zeigen, du trag dich alleine und bleib vor mir. Und wieder durch. Schön. Einfach so locker in den Trab fallen lassen. Prima. Jetzt einmal durchparieren zum Schritt. Gut, einmal fleißigen Mittelschritt, jetzt geben wir mal eine kurze Pause, ruhig einmal auf der Diagonalen schön schreiten lassen, jetzt auch im Schritt die Hände schön zusammen und die Nickbewegung immer Richtung Pferdemaul, damit der Hals dieses Auf- und Abnicken zugelassen wird und er genauso gut schreitet. Jetzt tritt er auch gut weit über und schön konstant. Und jetzt entscheidest du irgendwann einmal aufnehmen und angaloppieren und versuchst auch darauf zu achten, dass das erste Angaloppieren gleich schön versammelt bergauf ist. Mach dich selber groß, Hände schön zusammen. Genau. Jetzt konnte ich es von hier gerade ganz gut sehen, Sebastian, dass du den Unterschenkel ziemlich weit zurückgenommen hast. Parier mal gleich nochmal durch zum Schritt und jetzt versuchst du das fast mit weniger Hilfen. Also besser gesagt, mit weniger deutlich den äußeren Schenkel zurück. Nur ein bisschen zurücklegen, an Galopp denken. Wenn er galoppiert, gut, komm. Wenn nicht, einmal kurz kommen mit dem Schenkel und wieder weg. Genau, einmal nach vorne, einmal zulegen. Reicht schon? Meistens feuere ich die doch ein bisschen zu viel an. Aber mir ist es so wichtig, dass du jetzt das Gefühl hast, du denkst an Galopp und der galoppiert schon an. Aha, und weg den Schenkel. Liegen lassen, flache Wade. Lass ihn galoppieren, du pfeifst den Liedchen. Und achtest nur drauf, dass er schön vor dir her galoppiert. Hand tief, nicht mehr. So, jetzt die Zügel ein bisschen länger. Dass er noch für dein dahin, genau, dass er für dein Gefühl so ruhig so ein bisschen über dem Zügel ist. Und jetzt verkleinerst du da vorne einmal den Zirkel. Und wann immer du ein gutes Gefühl hast, parierst du durch zum Schritt. Aber genau, da wollte er schon. Da hast du gut reagiert und gesagt, noch nicht. Und jetzt sitzen, sitzen, sitzen und Schritt. Prima.
einmal kurz Schritt gehen lassen. Da geht es ums Timing, dass ich dann die Hilfe gebe, wenn der innere Hinterfuß auch die Last aufnehmen kann. Dass ich wirklich sage, das Pferd sitzt und nicht in dem Moment, wo das Pferd gerade landet, dann geht natürlich der Übergang auf die Vorhand. Das war super, ein super Timing. Mach das doch hier oben nochmal einmal rechts. Ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich sage, sitzen, 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 Schritt. Dann habe ich mindestens 1, 2, 3 Mal mit meinen Gewichtshilfen dem Pferd klar gemacht, gleich, aha, das war ein schönes Angaloppieren. Prima. Jetzt wieder für dein Gefühl fast über dem Zügel, schön vorlassen mit der inneren Hand. Ja, bisschen eher noch, ne? Das war so ein Moment schon in der Landung. Mach dich richtig, richtig groß und bleib schön hinten sitzen. Wieder angaloppieren bergauf. Ja, lässig. Und dann versammeln. Und groß, groß, groß und Schritt. Und jetzt besser. Das ist natürlich auch anstrengend für das Pferd, weil es nämlich wirklich dann Last aufnehmen muss. Und jetzt wollen wir noch mal einmal zeigen, aha, das war ein schönes Angaloppieren. Der wurde groß und hebt sich rein, geh mal ganze Bahn. Das legen wir noch einmal zu und dann machst du einmal auf der nächsten langen Seite einen schönen fliegenden Wechsel nach außen. Dann sehen wir noch mal, können wir uns auch schon mal den Wechsel anschauen. Und jetzt extra weg vom Hufschlag auf der freien Linie und nach außen, dass der Wechsel ganz gerade ist. Wann immer das passt, okay? Und jetzt achtest du nochmal, bleib im Außengalopp, genau, gut, so weiter. Es ist hier eng, aber er macht es gut. Prima, bleib noch eine Wendung im Außengalopp und dann wechselst du gleich zurück an der nächsten langen Seite und den Schenkel gar nicht weiter zurücklegen, sondern mit so wenig Schenkel umlegen, wie es geht. Groß, groß, groß und Wechsel. Und nach vorne. Und einmal Schritt, gut, dass du gelobt hast, einmal kurz Schrittpause. So. Erstmal, es ist ein großes Pferd, die Halle ist eng, wir haben nicht viel Platz. Und es ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, bleib auf der freien Linie und ich muss das Pferd den Wechsel trotzdem schön nach vorne reiten. Wichtig ist immer, dass man beim fliegenden Wechsel mit der neuen inneren Hand schön vorgeht, damit der neue innere Hinterfuß weit durchspringen kann. Kannst du das noch einmal zeigen und dann kann auch gleich der nächste kommen. Guck mal, ob du, mach doch mal Folgendes, mach ruhig noch mal, geh nochmal auf die rechte Hand, wechsel einmal nach außen und komm eher so ein bisschen auf die Mittellinie, dass du Platz hast. Und jetzt versuchst du mal im Wechsel fast das Gefühl zu haben, dass du zulegen möchtest und richtig deutlich jetzt gleich mit der neuen inneren Hand vorfühlst. Dass wir richtig Platz haben für den Wechsel. So, Hände schön zusammen, so schön gestreckt sitzen, flache Wade und abwenden und ruhig, erst ganz gerade, ein bisschen nach links stellen und so, genau. Und vorfühlen. Und einmal Schritt. Jetzt wartet er schon auf den nächsten, lang lassen, einmal ein bisschen länger im Schritt. Sebastian, jetzt würde ich mir, wenn er jetzt den Wechsel sicher kann, dann ist der nächste Schritt, dass du noch dezenter mit dem Schenkel nur ein bisschen zurück. Erst gibt, muss man natürlich immer ein ganz deutliches Zeichen geben. Gerade beim Wechsel oder eigentlich bei allen Hilfen, ob ich jetzt den einfachen Wechsel oder den fliegenden Wechsel beibringe. Erst muss das Zeichen so deutlich sein, dass die Pferde das erstmal verstehen. Und dann muss ich nach und nach mich zurücknehmen, dass es eben auch auf ganz feine Hilfen gibt. So, zum Abschluss einmal bitte leicht traben, Zügel aus der Hand kauen lassen und dann nimmst du jetzt nochmal ganz entspannt zum leicht traben die Cavaletti mit. Genau, ruhig so schön lang lassen, prima. Am längstmöglichen Zügel schön führen, ihn ganz locker traben lassen. Jetzt schon gucken, dass du schön zur Mitte kommst, weil du jetzt nach links reiten möchtest, du möchtest ja links enden. Macht nichts. So, ruhig noch einmal. Das war natürlich für ihn jetzt auch überraschend, da hat er jetzt gerade nicht mit gerechnet. Nimm dir ein bisschen mehr Platz, indem du ruhig fast bis zur kurzen Seite reitest. Dann abwenden. Jetzt den linken Bügel ein bisschen austreten, dass du mit der Gewichtshilfe links versuchst, ein bisschen links zu bleiben. Hand, ja, ist okay. Wir geben ihm noch eine Chance. Er hat sich ja bemüht, er hat irgendwas versucht. Mach es ein bisschen enger wieder, Corinna, weil er, glaube ich, nach außen ist. Wichtig ist, dass das Pferd erstmal eine Lösung sucht. Was auch immer er macht, er versucht ja jetzt, das Cavaletti nicht zu berühren. Und jetzt ruhig schön frisch nach vorne, locker nach vorne, Hand vor, vor, vor. Ja, macht immer noch nichts. Müssen wir ihm noch eine Chance geben. Jetzt möchte ich ihn doch nicht mehr als Springpferd, habe ich mir gerade überlegt. Erst war ich ganz begeistert. Jetzt wird er natürlich auch ein bisschen müde, die Konzentration lässt nach. Aber man sieht schon,
Das darf einem Springpferd einmal passieren, vielleicht ein zweites Mal. Da müssen Sie schon wirklich aufpassen. Tu mal die Hand richtig vor jetzt. Zügellänge, Hand vor, 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 vor. Okay. Da hat er aber gehört, mach es ruhig noch ein bisschen enger. Jetzt helfen wir ihm ein bisschen. Vorhin war es auch so ein bisschen schwungvoller, der Trab. Jetzt machen wir es ihm ein bisschen bequemer. Und jetzt trabst du schön durch die Wendung durch. Und jetzt gib ihm ruhig die Chance, Zügel weg, er soll das selber rausfinden. So, ja, guck mal. Aha, loben. Prima.